Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2. Ich bin die Miri und ja, unser Geralt ist immer noch im Kerker, immer noch bei der Vernehmung. Wir erzählen gerade, welche Ereignisse dazu geführt haben, dass wir hier eingekerkert wurden. Ja, den ersten Teil haben wir hinter uns, jetzt geht's weiter mit dem nächsten. Zuerst lief alles glatt. Dann stießen wir auf Arjan Lavalette. Okay, Arjan Lavalette. Dann sind wir mal gespannt. Tag der Erstürmung morgen. So, dann wollen wir noch mal sehen, wie so meine Kampfkünste bestellt ist. So, das war Nummer 1. Der nächste. Da machen wir noch mit. Da machen wir mit. So, die sind weg. Okay, keine Gefangenen. Ich verstehe. Lord Zeuxen, stürmt das Tor zu der Insel in der Mitte! Ein guter Tag zum Töten, Eure Majestät! Mir nach, meine Herren! Für Temerien! Lord Swan, eure Leute kommen mit mir! Wir müssen Arjan Lavalette schnappen und so die Moral der Verteidiger brechen! Zu Befehl! Geralt, meine Herren, mir nach! Die Ehre ruft! Okay. Zieht euch zurück, verdammt! Ich verbiete euch zu sterben, verstanden? Die Schweinehunde sind gut postiert. Wenn es so weitergeht, knallen die uns wie die Enten ab. Hast du eine Idee? Die Balliste wird das Problem lösen. Okay, besiege die Bewacher der Balliste und mach das Gerät schussbereit. Ja, stopp, 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 stopp. Nicht losrennen. Achso, hier scheint es eine Treppe runter zu geben. Mal kurz zwischenspeichern. So. Kann ich hier runter? Ja, springen. Okay. Wir sind unten. Vielleicht sollten wir schon mal unser Schwert ziehen. Warte mal, Schwert. Stahlschwert war. Genau. Das scheint das Richtige zu sein. Was ich richtig cool finde, ist eigentlich, dass er mittlerweile das Schwert nicht jedes Mal wegsteckt, wenn da irgendwas passiert. So. Noch einer. So. Die sind schon mal alle tot. Das ist schön. Da ist der. Oh, die haben auch was fallen lassen. Das muss ich mir anschauen. Ah, Tuch. Naja, gut. Lorenz finde ich gut. So, dann gucken wir mal. Wirken von Zeichen, das wäre in dem Fall Art, okay. Gucken wir mal, bis der erste hier getriggert wird. Da kommen sie. Ja, der ist doch betäubt. Oh Gott, was mache ich denn? Kein Schritt zurück, Michael! Den haben wir schon mal. Jawoll! Das ist unser Geralt. Gut, den haben wir schon mal. Dann müsste ich noch diese beiden hier töten, die am Rand sind. Warte, der lebt ja noch. So, ihn hier noch. Vernichtet die Lilien! Und ihn. Kein Schritt zurück, Michael! Stopp.
Jawohl. Ja, das lief doch bisher ganz gut, würde ich sagen. Erstmal speichern. Ach, das kann ich hier nicht. Warum? Ach so, weil ich doch immer im Kampf bin. Das ist so eine Eigenheit in dem Spiel, dass man im Kampf nicht speichern kann. So, speichern. Sonst noch einer hier? Nee, ne? Gut, dann kümmern wir uns mal um die Balliste. Balliste spannen. Ah, ich muss X drücken, ganz viel. Damit er das Ganze gespannt kriegt. Dann hätten wir das hier schon mal. Ach, da kommt noch mehr. Natürlich. Töte den Hexer! Ach, komm schon, Geralt. Aus dem Weg. So. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Jetzt haben wir ihn. Uiuiuiui. Das hat uns jetzt ganz schön Leben gekostet. Wie ging denn nochmal blocken? Mit rechten Trigger. Da muss ich mal dran denken, dass ich das mal ausprobiere. So, noch mehr? Nee, ne? Gut, dann Balliste ausrichten. XXXXX. Lass mich raten, noch mehr Leute, die angreifen? Ja, tatsächlich. Ja, das war der. Tempelschänder! Ach, komm schon. Ach, der kommt. Tempelschänder! Ja. Aua. Aua. Jetzt hat er sich hier wieder. Gut, wir gehen mal ein Stück weg. Ich muss mal gucken, ob ich das mit den Blocken mal hinbekomme. Das hat wohl schon mal ganz gut geklappt. Noch einmal. Ich muss doch mal treffen, Geralt. Oh Gott, und nicht er. Jawohl. Also es macht halt auch ein bisschen Schaden, ne? Wenn man Art benutzt. So. Dann kann ich ja jetzt. Oh, was haben wir denn hier noch? Orins, genau. Was? Ich hab die Balliste letztes Mal nicht richtig ausgerichtet oder wie sieht's aus? Müsste doch jetzt geklappt haben, oder? So, da kommen noch mehr. Oh, scheiße, ey. Okay. Ja, komm schon, Geralt, aus dem Weg. Aus dem Weg. Okay, wir müssen uns irgendeine Taktik überlegen. Wo sind sie denn? Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um den hier, weil der relativ leicht zu töten ist. Dann haben wir hier zwei Schwerbewaffnete. Den haben wir geschafft, okay. Das ging. Na komm schon. Den nochmal. Dann kurz mal ein bisschen weg. Ach komm schon, Geralt. Du musst halt auch mal von der anderen Seite dich nähern, weißt du? Nicht immer nur auf ein Schild kloppen hier. Ach, komm schon. Jetzt haben wir einen. Alter, das hat uns jetzt aber ganz schön Leben gekostet. Erstmal speichern, würde ich sagen. Ach, das geht nicht.
Oh, was haben wir denn hier? Orens. Sehr gut. Und Balliste abschießen. Jawohl! Auf den Turm, Männer! Alle auf den Turm! Alle auf den Turm! Mit uns! Ja, oder auch euer Hexer. So. Vernichtet die Lilien! Jawohl. Das lief eigentlich ganz leicht. Kein Schritt zurück, Meichel! Unser Geralt ist echt gnadenlos. Da oben ist noch einer. Jawoll. In der Nähe irgendwas, was wir haben wollen? Nee, ne? Gut. Dann... Wo komme ich denn jetzt hier durch? Ich hätte jetzt gedacht... Achso, warte mal, hier kann ich bestimmt hochklettern. Genau. Einmal hochklettern. Dann hier. Oh, was haben wir denn hier? Ein Kurzschwert? Hm. Okay, nächster Kampf. Cool. Unser Geralt macht sie alle nieder. Ja, König, was sollen wir jetzt tun? Hier hin anscheinend. Okay, hier sind noch mehr. Der Weg ist frei! Mir nach! Wer den Turm erreicht, dem soll es nie mehr ein Bein machen! Ein Bein? In den Kampf! Möchtest du jetzt mal zuschlagen? Ja, danke. Okay, da ist noch einer. Jawoll! Sehr gut, Geralt. Die Tür! Schlag die Tür ein! Axtmänner! Haut sie in Stücke! Ja, die hält aber nicht so viel aus, die Tür. Ah, Gott. Stopp. Einmal schön speichern. Das sieht so aus, als wäre dann etwas größerer drin. Komm schon, ich blute. Gott. Ach, Geralt hier. Aua. Okay, das war's. Da war jetzt eher das Problem, dass ich zwischendrin die Übersicht verloren habe und nicht mehr so richtig wusste, wen ich angreifen muss. Einmal neu laden. Zum Glück haben wir gerade vorher gespeichert, ne? So. Dann schauen wir doch mal. Ja, komm schon. Geralt, du musst ja auch mal richtig zuhauen, ne? Jawohl. Sehr gut. Komm schon, Geralt. Aua. Jawohl, den haben wir. So, da sind noch welche. Die sind immer einfach. Noch einer? Nee, das war's, ne? Puh, das hätten wir geschafft. Wie aufregend. Erstmal eine Runde speichern und hochklettern.
Oh, da werden wir schon wieder angeschossen. Lasst ab! Oder ihr sterbt wie die tollwütigen Hunde, die ihr seid! Arian Lavalette, das wird keine leichte Aufgabe. Ergib dich, Arian! Deine Ehre bleibt unberührt. Ach, fick dich selbst, König! Spickt sie mit Pfeilen! Los, Männer! Für Temerien! Ihre Deckung ist nicht übel. Hast du eine bessere Idee? Ich versuche, hinüberzukommen. Wenn die Schützen mir Deckung geben, kann ich es schaffen. Das ist der Sohn von Luisa und dem alten Baron, der Erbe dieser Ländereien. Ungestüm und ein guter Schwertkämpfer. Sieh dich vor. Ich versuche es mit Vernunft und Argumenten. Na, das sind so Stärke, glaube ich. Mal kurz in Deckung gehen. Mal speichern kann ich hier nicht, okay. Ich habe allerdings, wie ich gerade sehen durfte, eine Charakter-Aufwertung. Wir können etwas mehr skillen. Das Skillen hier läuft noch ein bisschen anders. Zu Anfang kann man nur in diesem Hexer-Ausbildungsbereich Talente vergeben. Die anderen hier, Magie, Schwertkampf und Alchemie, die kommen erst später. Das heißt, wir sind dann jetzt erstmal hier. Energieregeneration. Ich glaube, ich muss damit anfangen, oder? Nee, muss ich nicht. Aber ich glaube, manche Sachen sind erst nach einer Weile freigeschaltet, so richtig. Ich würde aber sagen, mehr Leben wäre doch eigentlich gut, oder? Das kann auf keinen Fall schaden. So, wo muss ich jetzt hin? Na, geradeaus, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendeine Wahl hätte. Na gut, dann rennen wir mal los. Keinen Schritt zurück! Na, bevor der hier richtig sein Schwert gezogen hat, haben wir ihn schon erwischt, ne? Aua. Erstmal den Armbrustschützen niedermachen. Aua. Und jetzt er noch. Oh Gott. Aua. Geralt. Oh Gott, ey. Lässt er sich hier von denen da niedermachen. Na gut. Lorenz. Na gut. Puh. Erstmal speichern. Das haben wir geschafft, die erste Etappe. Dann werden wir kurz mal unser Leben abwarten und dann geht's weiter. Der da oben hat uns anscheinend noch nicht bemerkt, ne? Ist ja nicht so aufmerksam. Ah, jetzt. Pass mal auf. Naja, wie gesagt, die sind halt nicht so schwer. Diese Gegner. Da muss ich jetzt hochklettern, genau. Also ich muss schon sagen, das sind ganz schön umfangreiche Karten. Wenn wir das mal im Vergleich mit The Witcher 1, das ist schon ein krasser Unterschied. Okay. Los geht's. Der berühmte Geralt von Riva. Du bist aber tief gesunken, Hexer. Angeblich gehörst du zu den besten Fechtern des Nordens. Lass doch mal sehen. Schluss mit diesem Schlachtfest. Ergib dich und Foltest wird dich ehrenhaft behandeln. Wer garantiert mir, dass er uns nicht allen den Garaus macht? Keiner. Foltest hat nicht nur meine Mutter geschändet. Er paktiert auch noch mit den Nilfgaardern. Der König hat eine ganze Armee, du dagegen nur ein paar tapfere Getreue und deine Ehre. Jeden Moment kannst du alles verlieren. Wähle. Hört ihr das, Männer? Der König hat uns den Hexer geschickt. Er will, dass wir uns ergeben, dass wir Ehre und Stolz vergessen. Schande oder das Schwert des Hexers. Wollt ihr so leben? Wollt ihr vor Foltest den Nacken beugen? Niemals! Bitte sehr, Hexer. Sie wollen nicht. Tja, dann sag ich mal, streck die Waffen, Narr. Streck die Waffen, du Narr. Das ist kein Spiel. Und deine Leute müssten nicht sterben. Ergib dich und der König lässt dir Gnade widerfahren. Meiner Mutter hat er schon genug seiner Gnade widerfahren lassen. Und darum willst du was tun? Dich ins Schwert stürzen. Fliehen. Erst hat er sie zur Metze gemacht und sie dann vor den Augen des gesamten Königreichs verstoßen. Wahr? Und weder ein Massaker noch eine Heldentat kann daran noch etwas ändern. Also streck die Waffen.
Wenn meiner Mutter was zustößt, dann stirbst du! Oh. Ich glaube, wir haben ihn tatsächlich überredet. Wow. Unser Geralt hat ja eine richtige Silberzunge. Nicht schlecht. Was haben die da eigentlich für ein lustiges Wappen, diese grünen Leute? Tja, und schon Arian sind wir wieder, hat die Waffen wieder im Kerker. Respekt. Hast du ihn gesprochen? Kurz. Dann brachten sie ihn zur Folter. Verräter haben's nicht hübsch. Erzähl. Ja, ich würde sagen, wir fragen mal nach dem Drachen. Ach, richtig. Was ist eigentlich aus dem Drachen geworden? Er hat die halbe Burg zertrümmert, einen Haufen Soldaten getötet und sich dann davongemacht. Wohin? In Richtung Edirn. Mehr weiß man nicht. Wir sind ihm um Haaresbreite entgangen. Tag der Erstürmung, Mittag. Anscheinend müssen wir jetzt den ganzen Tag noch miterleben. Arian Lavalette hat die Burg aufgegeben. Macht schon auf! Und der Baron lebt? Ja, er lebt. Ich bin nicht rachsüchtig. Macht auf, und wenn ihr vor eurem König kniet, lasse ich Gnade walten. Wir sitzen fest. In der Tat, meine Magie hilft hier nicht. Und gerade setzt die Hauptstreitmacht auf Routen in die Stadt über. Kehren wir ins Zelt zurück. Im Lager ist es jetzt angenehm leer. Hab genug für heute. Verlockend. Da, königliche Spezialverbände. Wir wollen ihn sehen! Du zweifelst an meinen Worten, du Hund! Öffnet sofort das Tor! Okay. Ich glaube, das Tor wird geöffnet. Ah ja, den kennen wir ja. Sir. Vernon Roche. Deinen Bericht, Roche. In der Stadt wird weiter gekämpft. Ein Großteil unserer Leute hat in Fischerbooten den Fluss überquert und ist in die Stadt gelangt. Sie brandschatzen, schänden und plündern. Lavalettes Leute verteidigen sich weiterhin im Tempelbezirk. Was ist mit der Baronin? Lebendig gefangen und in Sicherheit. Man hat ihr doch hoffentlich kein Haar gekrümmt. Ganz nach euren Anweisungen. Ihr fehlt nichts. Sie ist schön wie eh und je. Die Kinder sind allerdings nicht bei ihr. Aber du weißt, wo sie sind? Im Kloster. Doch wir überblicken das Gelände noch nicht. Oh. Schnell, rüber. Der König! Oh. Die werden gegrillt, würde ich sagen. In Deckung! Ein Drache! Unter den Wehrgang! Ja, oh, Schirm ja, den schnell. Ab. In den Wehrgang! Zwei Finger gebe ich jetzt für eine Armbrust. Also doch ein Drache. Nicht zu fassen, ein echter Drache. Ja, nicht zu fassen. Und wir brennen. So ein es brennt. Ist das, nicht. Das Mistvieh packet mir die ganze Armee ab. Oh Gott. Hexer, wie soll man denn gegen so etwas kämpfen? Das weiß ich allerdings auch nicht. Da spricht der Fachmann. Wir müssen uns selbst in Deckung! Ein Drache! Unter den Wehrgang! Ah, da bin ich doch schon. Ja, komm, den Rest machen sie. Was soll ich denn tun? Ihn mit dem das Tor! Sie überwinden das Tor! Aufziehen! Absolutes Chaos hier. Ah, komm schon. Ja, wen habe ich jetzt gerade angegriffen? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ich glaube, das ist auch zum Teil hier die liebe Triss. Zurück! Ich öffne das Tor! Okay, danke. Schnell! Hoppla! Na, das ist hier mal. Ich halte das nicht länger durch! Bring die Bogenschützen her!
Ich teleportiere mich, aber euch kann ich... Bis. Die Brücke brennt! Schnell, hier lang! Jawohl! Wir sind direkt hinter euch! Hoppla! Na? Der sieht aber hungrig aus, unser Drache. Hätte diese verdammte Eidechse doch beinahe die Belagerung versaut. Die Schlacht wird sie schon vertreiben. Drache oder nicht, mich interessiert nur, wie diese Sache ausgeht. Ja, ich würde sagen, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an, wie die Sache ausgeht. Bis dann, macht's gut, eure Miri.